sagst, ich verirre mich. Ah, das wird ja... Oh Mann. Benutzen. Yes. Pass ins Schloss. Oh Mann, ey. Ich hab Angst. Ich hab echt Respekt vor dem Raum, weil irgendwie gefühlt, ich weiß gar nicht. Na gut, wir spielen seit 5 Stunden, ne? Das ist heftig. Okay, komm, ja, shit. Ich kann wahrscheinlich 5000 Mal hören, dahinter wird sowieso was sein. Hallo? Schön, jetzt wären meine Hunde auch noch unruhig. Das macht mir natürlich richtig. Calm down. You just have to follow the trail. Ich habe meine Finger auf jeden Fall auch an Maus und... Good. Time to play detective. Interessant ist, ich suche ein Lagerraum mit einem Kleiderschrank.
Das Licht hier macht mich richtig wahnsinnig. Es ist so ruhig hier, ich weiß gar nicht. So ruhig hier irgendwie in Game. Ich weiß gar nicht so richtig wohin. Scheiße. War ich hier gerade eben schon? Mist, hier war ich doch gerade eben schon. Wohin? Ich weiß es nicht. Also nochmal. Super, super unangenehm. Ist da jemand? Okay. So, ich habe mal direkt die Musik auf leise gemacht. Was ist denn hier der Schrank, den wir suchen? Das war der falsche, verdammt, jetzt muss ich wieder da rausgehen. Kann ich denn wieder rausgehen?
Hallo? Ist da jemand? Okay, let's go. Gar nicht mehr so ernst sein. Ich müsste, ich glaube. Unangenehm hier alles. Sogar ein Lagerraum mit einem Kleiderschrank. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Die Musik, die ist so creepy. So creepy. Warte, man wird richtig duselig, ne? Hallo? Ist nicht unwohl, ne? Ich weiß nicht, wie lange ist ein Gitter. Das Gitter. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich würde gerne wieder zum Eingang. Aber wie komme ich da hin? Ich weiß nicht. Ach, Mist, ey. Na, und schon durch. Ne? Boah, jetzt kommt das schon wieder. Die Rampe kommt, sobald ich da noch dran bin. Scheiße. Kann ich auch nicht lang, da wo das Gitter ist, ne? Mist. Ich glaube, ich bin gefangen. Ist irgendwo eine Tür, wo ich rein kann? Oh Gott, ist das irgendwie. Oh, Scheiße. Hier zum Beispiel? Puh, jetzt. A wardrobe. This may be the storage room I'm looking for. Der falsche. Scheiße. Ach, hier ist ein Teelicht. Ah, lol. Ja, wo lang? Ich habe hier unten ja auch keine Karte, ne?
Dann kann ich nicht, ne? Ja. Falscher Kleiderschrank. Mist. Gott, ich glaube, ich habe mich komplett verlaufen. Einer mit dir. Gott, ich habe keine Ahnung, ob ich richtig bin, ne? Ich höre nix. Die Lampe, die über mir wackelt. Oh Gott. Meine Hände sind so am Schwitzen, ohne Witz. Super, super, unangenehm. Endlich diesen Kackschrank gefunden. What is this? Could Faber have left it behind? Okay. Was ist in diesem Schrank? The box isn't here. I've got it. I've had it all this time. How could it be possible? What the devil is happening to me? I have to get to my office. I must wrap it and send it to its owners. LeGrand Amsberg. They're the ones who... My office. I'm going to... I hear them crawling all over and screaming. Erica, come to my office. We'll all be there. The... Das ist der richtige Lagerraum, das Spiel ist nicht da. Ich muss so schnell wie möglich hier raus und zu Ferbes Haus gehen. Ich sehe nicht, dass wie eine Spieluhr aussieht. Jesus Christ. Oh, wieder raus jetzt, oder was? Ich glaube, ich habe jetzt gar nicht mehr... Doch. Ich habe dieses Spray, das kann ich gar nicht mehr benutzen. Okay. Gut, dann jetzt... Ausgang. Wir fangen jetzt einfach den Schild an. Können die immer noch fressen? Fressen die nicht immer noch? Ich weiß es nicht. Ich finde jetzt mal den Ausgang. Hallo. Help me find Faber, if he's really in his office. Oh, jetzt muss ich nur zu dem Office finden. Sieht jetzt alles hier irgendwie nicht so geil aus gerade. Geht's hier raus? Oh, diese, müssen wir diese wieder eine Lampe tragen? Ich
finde jemand alles noch viel schlimmer. Ich weiß gar nicht mehr, wo ist denn das Office gewesen? Wo ist denn... war das oben? Ja, wo war denn das nochmal? Wo war doch gleich... Wo war nochmal das Office? Wohnung im Innenbereich, Ausstellungsstück, Außenbereich. Wo war denn das nochmal? Da müssen wir jetzt raus. Tipp deine Versteckmöglichkeit, aber... Wo ging das da nochmal hin? Ich meine, das ist jetzt hier rein. Was läuft hier? Irgendwas höre ich da laufen, irgendwie um die Ecke. Ein Zahn ist ja rausgefallen. Soll ich mein Sammlerstück gegen Zolters Weisheitszahn austauschen? Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich sag mal... Das können wir damit machen. Ich wüsste jetzt nicht. Ich sag mal nein. Okay. Okay. Warum ein Weisheitszahn? So Angst, dass dieses Vieh hier wieder auftaucht. Gott. Das ist so intensiv, dieses Spiel. Man glaubt es überhaupt gar nicht, ehrlich gesagt. Okay. Die Lampe, die ist so gruselig. Okay, wir sind wieder hier. Warum Weisheitszahn? Was soll ich mit dem Weisheitszahn? Habe ich davon was? Habe ich doch gar nichts. Abzeichen für Durchhaltevermögen. Okay, also ich könnte ihn holen, wenn ich da Bock drauf hätte. Gut, dass ich mich erstmal dagegen entschieden habe. Wo ist denn Daddy's Office? Es ist schön, wenn die Nachbarn über dir mit ihren Stühlen quietschen. Das macht es auf jeden Fall besser. Okay, ist das... Ist das hier richtig? Warte mal. Ich weiß gar nicht mehr, ob das hier richtig war. Also ich glaube, das war geradeaus und dann diesen komischen Flur entlang. Hier rein. Ich kann mich noch an irgendwelche hängenden Strick erinnern und hier war irgendwie auch die meiste Aktivität, schätze ich gleich. Ich höre auch diese. Ja, da hörst du doch schon, ne? Diese blöden Stricke. Let's see what's actually there. Oh, okay. Daddy? Oh, fucking hell. God damn it. Geil, der hat sogar lilane Augen von unserer Lampe. Fantastisch. Oh, und jetzt? Wir haben Daddy gefunden. There was Father. God. Don't even want to think about what must have happened in his final moments. As he was hanging from that noose. With the blood.
bloody music box on the table next to him. I don't want to think about it, but somehow, very deep within me, I know the song was playing throughout his agony, stalking him to the very frontier between life and death. God. At least we had found the music box, and we knew where it came from. Le Grand Amesburg Auction, it said, on the list of product lots, alongside an address. According to Husha, things had improved after returning the box to Faba. So by returning it to its owner, perhaps we might be able to solve all this. It sounded unlikely, but considering my hallucinations, the things we found at the antique shop, and Mr. Faba's terrible end, if it could all come to some good, we had to try it. Isolated far from the world, in a holiday manor that must be about 100 years old, the lady who owned the sinister box awaited us. For my little Ariadne read the engraving on the inside of the cover. Good for her then. What a job. Though the plot of land alone must be worth a fortune. Do you think the old granny will be here? I don't know. The papers from the auction stated that the owner had sold most of her furniture, but that she still lived here. Mr. Grant? Hello? This place gives me the creeps. Hello? Are you Miss LeGrant? Ariadne LeGrant? Amesburg. Pardon me? LeGrant Amesburg. It's hyphenated. Oh, well, my name is Daniel Neuer, and I work for a publishing firm. Through a series of chance occurrences, I found something I believe is yours. It seems crazy, but when you listen to it... That's its box. No, I think it belongs to you. On the cover, it says... I wasn't speaking to you. Thank you for bringing it back, Mr. Neuer. Have you listened to it? Yes. He has listened to it. Whew. She is out of her mind. Well, at least she kept the box. Come on. Right. Let's get the hell out of here. Thanks for giving me a place to stay. I think the walls would come closing in on me if I were alone. It's no trouble, Dan. You're going to be paying for any pizza, though. Of course. You can sleep in your bed. I'll stay here on the couch. Thank you, Your Majesty. Have a good rest, Sir Daniel. You too. What? Hey, Lydia? Oh, no. Daniel, oh, you're right. What? That had not been a nightmare. I was awake, for certain. It was a hallucination. A hallucination like those described by Faber in his letter, shortly before hanging himself from a beam in his office. A hallucination. Or something worse. Much worse. Had it done any good to return the music box to its owner? Husha might have the answer, but his whereabouts was still unknown, and his trail seemed to have gone cold as the days passed by. Perhaps in his office, somewhere in his papers, among the documents he was researching while delving into the box's origins. Maybe there would be some clue in there as to where he had gone or what he had done. Something that would help us to follow his footsteps. I had to find Sebastian Husha, but this time, my
My life depended on it. Hängt nicht die ganze Zeit unser Leben davon ab? Oh Gott, endlich Episode 3. Ein verschlungener Weg. Endlich. Gott, ich habe gedacht, ich schaffe diesen Lagerraum niemals, ne? Gruselig. Ja, lasst gerne ein Like da oder ein Abo, wenn ihr mehr Horrorspiele sehen wollt oder Song of Horror. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.